Ein bisschen verspätet melden wir uns aus der Sommerpause zurück. Einer, der von Anfang an aber keine richtige Sommerpause hatte, das war der Julien Humbert. Neuer Spieler bei Hansa Rostock, eins der neuen Gesichter. Julien, was macht Rostock so? Du bist auf Wohnungssuche, habe ich gehört. Nein, ich habe jetzt gefunden. Ich gebe keine Adresse. Mal sehen mit Fans. Nein, Spaß. Aber ich habe im KTV so Wohnung gefunden. Und endlich. 2 Monate im Hotel war nicht so leicht. Ist Freundin eigentlich mit nach Rostock gezogen? Frau, ja. Frau ist dabei. Und wie sieht das jobmäßig bei deiner Frau aus? Ich habe gehört, sie ist Bankerin. Will sie hier auch in Rostock arbeiten? Ja, ist schwer. Sie hat in Düsseldorf gearbeitet, in französischer Firma, weil sein Deutsch ist auch nicht so gut für die deutsche Bank oder so. Und also ich glaube, es ist schwer, ihr eine Arbeit zu finden. Wie war es für dich, nach Rostock zu kommen? Was hat den Ausschlag eigentlich gegeben? Du bist ja eigentlich aus Frankreich, hast dort immer auch ein bisschen an der Grenze gespielt, zuletzt natürlich in Thüringen, aber die Ostsee ist nun ziemlich weit weg. Ja, genau. Also seit Saarbrücken, ich habe in Saarbrücken gespielt. Das war 50 Kilometer von Metz, wo ich bin geboren. Und also seit Saarbrücken, dann bin ich immer weitergegangen. Also Saarbrücken, Duisburg, Erfurt und dann jetzt Rostock. Vielleicht, keine Ahnung, zwei Jahre Ukraine oder Russland, keine Ahnung. Hast du schon was von der Stadt mitnehmen können? Hast du das schon ein bisschen angeguckt? Der Strand? Ich meine, das Wetter ist ja nun nicht gerade so schön gewesen. Ja. Nein, wir haben schon, also ich war schon im Stadt spazieren oder so. Ich find ganz okay die Stadt. Ja. Und Warnemünde ist auch ganz, ganz schön. Aber wie gesagt, der Wetter ist zurzeit nicht mit uns. Und es ist nicht so. Also mit so einem Wind und so einem Wetter, ich habe auch keinen Bock mit Strand. Du bist eins der neuen Gesichter, das haben wir schon gesagt. Wie läuft es für dich im Team? Bist du gut angekommen und wächst es auch so ein bisschen die Mannschaft langsam zusammen? Ja. Also genau, wir wechseln langsam zusammen. Ich habe also kein Problem gehabt von Anfang mit alten Spielern, jungen Spielern. Es passt alles zusammen und ich finde auch gemeinsam. Also die Mannschaft, wir haben gute Stimmung, wir haben im Training, wir haben viel Spaß, wir haben auch nicht immer sportlich, aber ich meine so privat haben wir auch Spaß zusammen und so. Und ich glaube, das ist auch gut für die Stimmung und für die ganze Saison. Du hast schon gerade sportlich angesprochen. Neben dem Sport machst du aber noch ein Fernstudium. Kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen zu? Fernstudium, so ja, ich studiere noch auch Finanz. Also was willst du später damit mal machen? Ja, mal sehen. Ich weiß noch nicht genau, aber ich weiß so, gibt's immer Arbeit zu finden, glaube ich, mit Finanz. Also weil das Geld regiert einfach der Welt und es gibt immer was zu tun. Okay, dann danke ich dir schon für das erste Gespräch. Wir reden gleich ein bisschen über deine sportlichen Aussichten hier. Vorher gibt's einen Beitrag zu sehen über einen Teamkameraden vom Julien und danach treffen wir uns wieder hier. Seit Beginn der neuen Saison gehört auch er zum Kader der Profis des FC Hansa Rostock, der 18-jährige Ronny Marcos. Dabei fällt der Linksverteidiger in mehrfacher Hinsicht auf. Zum einen natürlich wegen seiner sportlichen Leistungen, zum anderen wegen seiner Rasterlocken. Geerbt hat er diese dunkle, schwarze Haarpracht von seinem Vater, der die mosambikanischen Wurzeln an ihn weitergegeben hat. Mit dem Umzug aus der Kabine der A-Jugend hin zur Kabine bei den Männern hat Ronny sich zudem auch neue 4 Wände gesucht. Hallo. Das hier ist schon mein Zimmer. So, hier habe ich auch erstmal nur ein Bett, einen kleinen Schrank und eine kleine Blume sozusagen. Zusammen mit Hansa A-Jugendspieler Johannes Richter teilt er sich eine Wohnung in der Nähe des Stadions. Quasi vom Wohnzimmer aus muss der gebürtige Oldenburger dabei derzeit seine Wochen planen. Denn neben Fußball steht auch noch das letzte Schuljahr fürs Fachabi an. Bevor Ronny im letzten Sommer an die Warnow wechselte, spielte er in Lübeck, wo er auch zum Landesauswahlspieler von Schleswig-Holstein avancierte. Ja, eines Tages ruft mich Herr Groß an und hat gefragt, ob ich mal vorbeikommen möchte zum Training. Dann bin ich hingefahren, hat mir alles sehr gut gefallen und dann bin ich hier gelandet. Gerade mal ein Jahr später ist er nun bei den Profis angelangt. Beachtlich, vor allem wenn man bedenkt, dass er erst mit 12 Jahren mit dem Fußball anfing. Vorher habe ich Kampfsport gemacht. Dann habe ich mit 12 Jahren, habe mich sozusagen mein bester Kumpel dazu gezwungen, mit auf den Bolzplatz zu gehen. Ich wollte gar nicht. Und ja, dann letztendlich hat es mir ganz gut gefallen. Und dann habe ich im Verein angefangen auf Fehmarn. Und dann hat mich der Trainer ganz gut gefördert. Und ja, jetzt bin ich hier.
Bei den Profis hat Ronny mit Kapitän Sebastian Pelzer und Michael Blum zwei erfahrene Spieler vor sich auf der linken Seite. Zum einen will er von diesen lernen, zum anderen aber natürlich auch selbst Spielerfahrung in der dritten Liga sammeln. Ja, also die Jungs, auch die Älteren, die sind wirklich nett, die nehmen einen auf, die helfen einem, wenn man irgendwie Probleme hat oder wenn man das oder allgemein davon akzeptiert wird. Die Neuzugänge sind auch alle sehr nett, also das ist schon ein Team. Und man merkt ja schon, dass man da auch aufgenommen wird. Jung, sympathisch, ehrgeizig und dynamisch. Das alles trifft ganz sicher auf diesen netten Ronny Markus zu, dessen Weg bei den Profis mit dem Debüt in der dritten Liga sicher erst angefangen hat. Rostock geht ab. Die ganze Stadt in einer App. Jetzt Rostock mobil erleben und entdecken. Zahlreiche Angebote aus Gastro, Hotels, Shopping, Kultur, Events, Specials und vieles mehr. Die wichtigsten Termine und Veranstaltungen. Aktuelle Tagestipps. Stadtrundgänge und Erlebnistouren. Benutzereigene Favoritenliste und. Jetzt gratis downloaden im iTunes App Store. Und wieder zurück nach Ronny, wieder beim Julian. Ronny ist ja auch dabei, sich zu positionieren in der Mannschaft. Du genauso, suchst noch so ein bisschen. Was könntest du noch verbessern, um von Anfang an in der Startelf zu sein? Das ist eine schwere Frage. Also ein bisschen alles. Ich glaube, im Unterhaching habe ich von Anfang an gespielt. Wir haben also zusammen kein gutes Spiel gemacht. Also wir haben auch gegen eine gute Mannschaft von Unterhaching gespielt. Wir haben erste Halbzeit schlechten Fußball gespielt. Wir haben einfach keinen Fußball gespielt. Und also persönlich, was ich muss verbessern, ich glaube schon, wenn du guckst das Spiel von Unterhaching, viele Sachen, also vielleicht Selbstvertrauen oder so, war nicht da. Also ich habe auch 2 Jahre nicht gespielt. 1 Jahr verletzt, 1 Jahr einfach keine Chance mehr mit Stefan Emmerling in Erfurt. Und vielleicht von Selbstvertrauen so einfach meine Qualität einfach zeigen, was ich kann. Und weil ich habe die Qualität, ich muss nur zeigen, ich muss keine Angst haben von Gegnern oder so. Habe ich keine Angst eigentlich, aber ich weiß nicht, diese Tick Plus für einfach so frei zu sein und auf dem Platz. Und das arbeite ich jeden Tag im Training auch mit Trainer, weil mit der Mannschaft, weil passt alles gut und ich muss noch im Pflichtspiel dann zeigen. Hansa hat ein ehrgeiziges Ziel diese Saison. Sie wollen wieder in die Liga 2 zurück. Kannst du dich damit identifizieren? Ja, klar. Also ich bin auch in Erfurt gegangen vor 3 Jahren für Aufsteigen. Das war auch das Ziel. Haben wir nicht geschafft, das ist ganz klar. Aber ich glaube, jeder Spieler in der dritten Liga will zweite Liga spielen. Und ihr könnt alle überall fragen, jeden Verein. Wir haben alle einen Traum, ist immer eine Liga zu höher. Und wenn wir sind in der zweiten Liga, reicht nicht, wir müssen in der ersten Liga, das ist immer so. Und ja, ich bin nach Rostock gegangen, weil ich weiß, dieser Verein, diese Bedienung, die Mannschaft und dieses Stadion, die Fans, ist alles gemacht für die zweite Liga. Ist kein dritte Liga-Verein. Und dieses Ziel gefällt mir und ich finde gut. Ja. Vor 2 Jahren ist der FC Hansa ja schon in die Liga 2 aufgestiegen. Jetzt hat Sebastian Pelzer vor kurzem gesagt, dieses Jahr ist es ein bisschen schwerer. Die Liga ist komplexer, sie ist ausgeglichener. Würdest du das auch unterschreiben? Du hast ja bei Erfurt so die dritte Liga verfolgen können. Also das stimmt vor 2 Jahren. Ich glaube, die Liga war ein bisschen einfacher für Mannschaften wie Rostock, wie Braunschweig, die sind auch diese Jahre aufgestiegen. Und Dresden war das. Ne? Und diese Jahre, wir haben also 3 Absteiger, die sind gute Mannschaft, Aachen, Karlsruhe und Hansa Rostock. Dann haben wir so Mannschaft wie Heidenheim für mich, die sind schon stark. Wien hat auch immer noch gute Spieler mit schon gutes Geld. Also es gibt viele Mannschaften, die eigentlich, wenn wir gucken auf Papier, die können aufsteigen. Und das macht die Liga ein bisschen schwieriger. Also du glaubst trotzdem, dass es ein realistisches Ziel ist, aufzusteigen? Klar, man muss an uns glauben, das ist auch ganz wichtig.
Wir können nicht sagen, wir wollen aufsteigen, aber wie schwer. Nein, wir wollen aufsteigen und das ist unser Ziel und jeden Wochenende kämpfen wir dafür. Jetzt hat man ein bisschen zwei Gesichter gesehen in der Mannschaft. Einmal das Heimgesicht, einmal das Auswärtsgesicht. Neulich 4-1 gewonnen, aber auswärts davor 3-0 verloren. Was ist der Unterschied im Moment? Warum diese krassen Gegensätze? Nach drei Spielen ist schwer zu sagen. Also es ist doch klar, dass Heimspiele sind für uns besser. In unserem Stadion mit unseren Fans, so 10.000 minimal, ist super, super Stimmung und das ist echt die 12. Mann auf dem Platz. Und auswärts waren auch viele Fans da, das stimmt, aber ich weiß nicht, das hat einfach nicht geklappt. Ich glaube, wir müssen einfach so vergessen, dieses Spiel. So, wir müssen gucken, was hat nicht geklappt. Und das müssen wir nutzen für danach verbessern. Aber ich glaube, wir müssen nicht so immer denken, ja, gegen Unterhaching, das war das erste Auswärtsspiel und wir haben schlecht gespielt und vielleicht jetzt wieder Auswärtsspiel, vielleicht machen wir wieder schlechtes Spiel. Nein, wir müssen einfach nach vorne gucken und einfach dieses Spiel vergessen. Im Pokal spielt ihr schon gegen einen höherligistigen Club. Ist es so ein Spiel, auf was du dich freust? Ja, ganz klar. Also jeder Traum auf Bayern München zum Beispiel. Aber ich finde schon okay, zweite Liga-Mannschaft, so wie Kaiserslautern, die sind eigentlich auch sehr gute zweite Liga-Mannschaft. Die sind gerade abgestiegen von erster Liga. Und ich finde es super. Also der Verein Kaiserslautern gefällt mir auch. Also, sie haben auch gute Stimmung, viele Fans und ist auch ein bisschen so Traditionsverein. Und auf dem Platz ist ganz klar, ist ein guter Test für uns, weil wenn eine Mannschaft will aufsteigen, muss auch gegen so zweite Liga was zeigen. Also da muss auch, wir müssen auch unser Spiel machen und probieren, so ein gutes Ergebnis zu machen. Die Ziel ist die Qualifikation, also ein höher zu gewinnen sowieso. Du hast es schon angesprochen, gute Ergebnisse, das ist auch das, was wir sehen wollen, das ist auch das, was wir dir wünschen auf dem Platz. Danke dir fürs Gespräch. Um bei diesen guten Ergebnissen dabei zu sein, verlosen wir natürlich noch 5x2 Eintrittskarten fürs nächste Spiel, wie gewohnt. Ich hoffe, wir sind beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Zu einem Ostklassiker kommt es am Sonntag in der DKB Arena. Dann empfangen die Mannen um Trainer Wolfgang Wolf den Chemnitzer FC. Zu DDR-Oberliga-Zeiten trafen beide Vereine regelmäßig aufeinander. Seit der Wiedervereinigung ist es allerdings ein seltenes Duell geworden. Damit das Projekt sofortiger Wiederaufstieg in Liga 2 gelingt, müssen natürlich hier 3 Punkte eingefahren werden. Und für das nächste Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokal verlosen wir wieder 5x2 Eintrittskarten. Schreiben Sie hierfür eine E-Mail an gewinnspiel@juni-media.com.